Willkommen zurück in den wunderschönen Landen von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, nochmal zur Erinnerung, wir kümmern uns gerade um den Hauptquest der Großgeneral und sollen jetzt hier zu General Tilera geschickt werden. Der müsste jetzt hier gerade im Nordwesten von den Erafel-Ebenen stehen, sitzen. Ich hoffe, da vorne ist das. Oder sie, oder... Doch, General Tilera. Ist das eine Frau? Ach, das ist eine Frau. Seid gegrüßt. Ich bin General Tilera ab Gwydion, ehemalige Kommandantin der Alpha-Truppen im Osten. Und ihr seid wohl kaum die Hilfe, die mir Alynsch hier versprochen hatte. Sie hat sich angehört, als würde sie eine ganze Einheit von Soldaten schicken, nicht eine einzelne namenlose Söldnerin. Wer seid ihr? Ihr wirkt wie jemand, dem die Schlacht nicht fremd ist. Aber ihr habt nie in diesem Krieg gekämpft. Ansonsten wüsstet ihr, wer ich bin. Ich war einst die Kommandantin von Melsenshir, der Alpha-Festung im Osten. Ich habe die Tuata bei jedem ihrer Vorstöße zurückgeschlagen, bis Balor kam. Dann brach alles auseinander. Okay, Alin schickt mich, um zu helfen. Ich bin nicht Alins Dienstbote. Ja. Also, steckt sie hinter all dem, diese Frau? Sie hat sich schon viel zu oft in meine Angelegenheiten eingemischt und Versprechungen gemacht, die sie nie einhalten wollte. Aber gut, vielleicht ist es so auch am besten. Je weniger Leute mit mir zu tun haben, desto besser. Das Unglück folgt mir auf dem Fuße, wisst ihr? Das ist das Los, das das Schicksal für mich vorgesehen hat. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal irgendwie was zu sagen? Oder allgemein? Melsenshir ist das Tor nach Chlorikon. Aber es wird seit meiner Niederlage belagert. Ich habe die Stadt bereits einmal enttäuscht. Das darf mir nicht erneut geschehen. Okay. Balor ist ein Geschöpf des Schreckens. Ein Neskarulor, den die Tuata irgendwie dazu gezwungen haben, auf ihrer Seite zu kämpfen. Gegen die Tuata war ich noch erfolgreich. Aber Balor kann keine gewöhnliche Waffe bezwingen. Das Dunkel muss mit Licht bekämpft werden. Vertraut mir, ich kann helfen. Es ist viele Jahre her, seit ich von einer Waffe erfuhr, die Melsenshir von den Tuata befreien könnte. Sie befindet sich in Urul Tusk, hinter einem Tor, das dazu bestimmt ist, sich niemals zu öffnen, in einer Halle voller Neskaru. Wer auch immer die Ruine betreten will, muss sich ihnen stellen. Okay, wie soll das in diesem Krieg helfen? In diesen Ruinen soll angeblich das gleißende Licht ruhen, ein Speer, der aus dem Reißzahn des Niskaru-Fürsten Gaia-Ohr geschnitzt wurde. Die Legenden besagen, er würde jeglichen Schrecken vernichten. Sowohl im Geiste als auch auf dem Schlachtfeld. Und es gibt keinen Ort, der eine derartige Macht mehr verdient hätte als Melsenshir. Wie bekommen wir das Tor auf? Was wollen die Niskaru? In der Ruine befindet sich die einzige bekannte Waffe, die einen Niskaru-Lord töten kann. Und diese Monster dort drin werden alles tun, um zu verhindern, dass sie jemandem in die Hände fällt. Die Erati versiegelten Urul Tusk und es sollte sich nur öffnen, wenn sich die gewaltigen Stimmen im Lied erheben. Das könnte sich auf die Windsteine beziehen, die über die gesamten Ebenen verteilt sind, aber ich bin mir nicht sicher. Diese Glocke wurde vor Jahren in der Nähe der Ruinen gefunden. Ich habe versucht, die Windsteine mit ihrer Hilfe zum Singen zu bringen, hatte aber kein Glück. Was vermutlich niemanden überrascht. Bei uns singen die Steine immer. Wie bekommen wir dieses Tor auf? Die Inschrift besagt, dass sich das Tor öffnen wird, wenn sich die gewaltigen Stimmen im Lied erheben. Ich glaube, damit sind die in ganz Eratel verteilten Windsteine gemeint. Einer von ihnen befindet sich ein kleines Stück südlich von hier. Sucht ihn auf und läutet in seiner Nähe diese Glocke. Ich bleibe hier und beobachte, ob es irgendeine Auswirkung hat. Okay. Die Windsteine sind über die gesamten Ebenen verteilt. Dann dürfen wir jetzt Windsteine suchen oder was? Fängt's hier jetzt schon mal an? Nö, ne? Das ist nicht so einer. Aber es ist, ein Sommerstein. Als die Erstgeborenen ihre Heimat jenseits des Schleiers verließen, wurden sie mit einem Schrei zerschlagen, der noch immer im Herzen jedes Gottesbaumes und Berges nachhallt. Dann Leere, gefolgt von einem sich verdunkelnden Himmel, und der Frost weinte den ersten Winter. Okay, gut. Und wir dürfen jetzt hier die Glocke läuten. Oh oh.
ist er tot. So, also pro Glocke oder, ja, kommen auf jeden Fall auch Monster, aber kriegen wir hin. Achtet auf euer Verhalten. Es ist unglaublich. Das Tor hat sich bewegt? Ich hatte alles versucht und ihr taucht einfach hier auf und es reagiert? Anscheinend konntet ihr das nicht selbst, so können wir Urultusk betreten? Nein, ihr habt nur einen Teil des Tores geöffnet. Doch noch bleiben 4 weitere. Ihr müsst die in den Ebenen verteilten Windsteine finden und sie aktivieren. Also alle. Ich werde hierbleiben. Die Niskaro werden spüren, dass das Siegel geschwächt wurde. Irgendjemand muss sie aufhalten. Alles klar. Könnt ihr das Tor schon öffnen? Nee, natürlich kann sie es nicht. Ich bleibe hier und bekämpfe jegliche Niskaro, die versuchen, in der Nähe des Gänges. Ja, das ist doch mal ein guter Plan. Dann kümmer du dich mal um die Viecher und ich kümmere mich um die Glocken. Das ist mir auch irgendwie lieber. Da kommen sie. Oh Manno! Oh Manno! Ich sehe nichts wegen diesem blöden Ding. Lass mich! Wo ist der andere? Oh, die sind so schnell. Leck mich doch da oben, du. Vieh, du. Töle. Mann. Jetzt kann ich wieder nicht runterspringen, ne? Ist ja immer so. Muss ich hier erstmal wieder runter rennen und vielleicht sollte ich auch mal... Och, ich habe keine Tränke mehr. Och, wie schön. Ja, das ist ja super. Menno. Ich brauche unbedingt Tränke. Ich brauche kein Weichkrabbelpulver, ich brauche Tränke. Scheiße. Och, nö. Ja. Mal gucken, wie weit ich komme ohne Heiltränke. Das Problem kennen wir ja schon. Ja, wir kommen schon. Nein, lass mich, lass mich, lass mich. Ich renne schon weg. Der verfolgt mich, ne? Die Schweinebacke verfolgt mich. Wo soll ich denn hin? Muss ich hier hoch? Kann das sein? Ja. So, ne? Machen wir so. Hier hoch. Ich renne übrigens auch gerade nicht. Ich laufe normal. Weil mir das gerade ein bisschen sicherer ist, falls doch auf einmal Feinde auftauchen. Ich glaube, ich soll hier rein. Da sind wenigstens Kisten. Vielleicht haben wir Glück und finden was. Also nicht die Kisten, aber... So genau, so ein Karren hier. Oh, schade. Brauch kein Geld. Da ist aber wieder so ein Singstein. Die Gestaltgeberin vermachte ihre Musik dem Land marmorner Ruinen. Die Ebenen gebaren das sanfte Gras. Ruhige Bäche wanden sich durch grüne Hügel und erzählten von ihrer sanften Reise zu den windgepeitschten Klippen. So begann die Symphonie von Eratel. Oh oh. Weg, ne? Weg. Okay, sehr gut. Gut, dass ich eine Fernkampfwaffe habe. Aber trotzdem. Trotzdem. Was ist das hier eigentlich? Edelweiß, okay. Habe ich jetzt sogar. Aber wo... Wo sollen wir denn hin? Immerhin ist hier eine Truhe. Vielleicht finde ich was Nützliches. Tränke zum Beispiel. Oh, Tränke bitte. Tränke. Leute. Hat sogar geklappt. Oh, 2 Stück. Geil. Gerettet. Sehr gut. Sehr gut. So, wir sind hier oben auf einem schönen Berg. Und da ist wieder so ein Stein. Und da sind Gegner. Seht euch die offenen Ebenen an. Eingebettet dort, wo Sumpf und Felswüste enden, die hungrigen Wälder enden. Im Busen der feinen Lande gelegen, bieten diese Felder dem gemächlichen Himmel eine Heimat. Dieses Werk, geformt von der feinen Kunst eines inspirierten Malers,
ist für alle Völker aller Länder. Aha. Ich würde ganz gerne mal wissen, nicht nur, wo die Feinde hier sind, sondern müssten ja direkt unter mir sein. Sind sie auch. So, einer ist schon mal weg, weil die verfolgen mich ja sowieso. Mach ich die lieber von hier oben platt und spare mir. Naja, greift mich ruhig mal an. So, der ist schon mal weg. Nur noch einer. Und einer ist besser als drei. Wo ist er? Wo ist der Wolf? Da. Na? Jetzt sind sie alle weg. Sag ich doch. Dann war das jetzt doch auf einer unteren Ebene oder what? Doch, jetzt laufe ich aber richtig, oder? Wehe, wenn nicht. Ich will die ganze Zeit zu dem gelben Kreisel da oben, aber nein, ich werde angegriffen. Wo denn? Nein. Oh nein, so eine Olle. Mach doch mal mit deinem Pfeil. Geht doch. Sie schon wieder hier. Die sind schon wieder da. Ich glaube, ich brauche mal meine Karte, sonst düddel ich hier ewig rum. Ich bin noch gar nicht so weit davon entfernt. Okay, den Hang hier hoch. So, die anderen sind ja gerade irgendwie so weggelaufen. Das ist sehr gut. Dann kann ich hier unbemerkt... Nee, okay, nicht unbemerkt. Sie kommen! Ah. Klappt ja super. Ja, wie wär's mal mit Ausweichen? Und wie wäre es mal mit Zielen? Boah, es nervt. Geht doch. Mach. Das wäre wieder die Gelegenheit gewesen. Sie ist so lahm im Moment. Echt jetzt? Das liegt nicht an mir. Warum bist du so lahm? Sie ist wirklich lahm. Das wohl an der neuen Ausrüstung liegt oder weiß ich auch nicht. Boah, total ätzend, wenn die dann, man schon sieht, ja komm, jetzt weich aus, mach mal und sie macht's nicht. Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich an das Versteck. Da kommt... Achso, das ist um die Ecke. Um die Ecke. Da, großer Heiltrank. Das habe ich mir erhofft hier. So, und dann wollen wir mal hier die Glocke läuten. Aber das ist nicht die Glocke, oder? Doch. Warte, was ist hier? Kallas Notizen. Aha. Meine Eva, an die schöne Welt. Schnöde Welt. Meine Eva ist fort. Fort, wie eine Welle, die sich an den Klippen zerschlägt. In einem Augenblick noch da, im nächsten plötzlich fort. Sie war Soldatin, eine mutige Seele. Nun ruhen ihre Knochen dort, wo sie in der Schlacht gefallen ist. Doch ihre Seele ruht bei mir. Ich gehe nun zu ihr. Unsere Seelen werden in das Blau aufsteigen. Lebt wohl. Mögen die Wellen mich mit sich reißen. Eolfrid. Okay. Ja. Der Eol. Wo kann ich denn jetzt hier mal läutern? Hier. Ja. Ja, nee, ist klar. Nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Darf ich mal weg? Hm.
Mann, wie schnell! Ja, dann kommen noch die von da hinten wieder auf einen zu. Nö, ist nicht ohne, aber wird schon. Ich schaff das. Ah, wo bist du? Okay, dich habe ich auch. Und dann laufe ich nochmal zu der Kiste hier vorne, wo ich war. Was habe ich da noch nicht entdeckt? Irgend so ein geheimes Dingensbummens. Hier. Oh ja. Und noch was. Weichkrabbelpulver. Wer braucht denn sowas? Hier ist immer noch ein Versteck. Wo ist es denn? Ja. Hier, das wollte ich. Mit einem Heiltrank. Yeah. Heiltränke, immer her damit. Dann muss ich nicht irgendwann woanders hinreisen. So, schnell geht's zurück zu den anderen Glocken. Schade, dass ich nicht mehrere in diesem Part geschafft habe, weil es doch ein bisschen weitläufig hier gerade ist. Aber ich laufe mal so schnell ich kann querfeldein. Querfeldein. Zieh mal zu. Die verfolgen mich bestimmt da hinten auch gleich schon wieder. Sehe ich schon kommen. Da kommen schon die nächsten. Das sind aber Bockwichte, das kriege ich hin. Wow, wo kommen die denn her? So. Ah. Läuft. Leute. Dafür, dass die mich hier alle mir über den Haufen laufen. Es sind aber auch immer so mehrere jetzt auf dem Haufen. Das macht mich echt unsicher. Das dann immer so auf einmal. Und dann kämpft man gerade mit den einen. Und dann kommt die aus einer anderen Ecke, die man gerade noch vorbeigelaufen ist, die irgendwo ganz woanders gerade noch waren. Echt nicht schön. So, wir nehmen einfach mal alles mit. Sortieren kann ich ja später immer noch. Links. Schöne Musik. Muss man ja auch mal sagen. Ach, hier kann ich gar nicht lang. Ah! Moment. Wie laufe ich denn dann? Dann muss ich an denen vorbei, ne? Ich glaube, da komme ich nicht drum rum. Shit. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind, aber okay. Ist so eine Truhe. Inventar ist voll, war klar, aber macht. Okay, da kommen sie schon. Die Stufenaufstieg war klar, weil die Gegner sind echt nicht ohne hier und es kommen immer mehr gerade. Hier lang und dann hoch oder was? Jetzt laufe ich hier schon wieder nach oben. Bin ich hier nicht schon gewesen oder sieht das nur so aus? Oder die Heide. Schön in der Heide.
Ein bisschen rumlaufen, ne? Kennen wir ja von früher noch. Die Heide. So friedlich hier und dann doch immer diese Monster. Das ist nicht so toll. So, ich hoffe, ich laufe richtig. Ich werde jetzt hier mal die kleine Straße hier reinbiegen. Wenn ich drei Glocken geschafft habe in diesem Part, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Gegner? Komme ich, glaube ich, nicht drum rum, ne? Ich schleich mal. Ah, die sehen mich 100 pro. 100 pro sehen die mich. Weil die anderen sind ja nicht alle mit dem Rücken zu mir. Ja, klar sieht der mich. Der sieht mich doch schon. Tanzen wir! Und die anderen gucken nur zu? Nee. Ich glaube, ich mit dem Bogen bin ich ein bisschen besser als du. Das ist keine Feindin oder was? Okay. Der hat eh nur Gold bei sich gehabt und du bist hier einfach... Ich dachte, ich darf gegen dich kämpfen, aber dann nicht. Dann nicht. Was ist in eurer schönen Truhe? Ich würde das gerne mitnehmen, aber ich kann nicht. Das muss ich gleich machen, wenn ich wieder zurücklaufe. Hier kann ich natürlich auch nicht runter. Dann hätte ich mir es auch sparen können. War ja wieder klar hier. Die eine Glocke will ich wenigstens noch schaffen. Sonst ist das wieder so nicht lohnend gewesen. Und da vorne sind anscheinend sogar zwei. Drei. Ich muss anscheinend sowieso hier wegrennen. Vielleicht wäre ich mit Schnellreise auch schneller gewesen. Aber ich weiß es nicht. Ich sollte mich eigentlich mal um den Stufenaufstieg kümmern. Aber ich will eigentlich nur noch gerade die Glockengeschichte irgendwie erledigen. Ja, super. Kommen die hier einfach wieder aus dem Nichts raus? Toll, nett. Was habe ich euch getan, Leute? Weiß ich nicht. Alles, was ich hier verliere, muss ich gleich einsammeln. Das ist doof. Aber so seht ihr wenigstens noch ein bisschen was in diesem Pal. Pal, sei schon Talarane, weil ich gerade das gelesen habe. Komme ich durcheinander mit dem, was ich sagen will. Kann ich hier nicht auch querfeld einlaufen? Ich glaube, das ist sinnvoller. Hier diesen doofen Weg entlang. So, genau bei den Glocken sind natürlich die nächsten Feinde. Dann machen wir die direkt von hier mal fertig. So, drei Windsteine und die nächsten Gegner kommen schon. Jetzt wird's lustig. Ich sehe das schon. Das wird lustig. Ehrlich, der Wolf nervt mich gerade total. Der Wolf nervt mich tierisch. Oh.
Ja, komm, Leute, komm. Wir schaffen die Glocke nicht mehr, ne? Aber die eine habe ich ja jetzt schon hier, da war eine zwischendurch, ne? Ich habe es nur nicht mitgekriegt, weil so viele Feinde jetzt kamen. Das hier war schon eine, kann das sein? Deswegen kamen die doch jetzt auch alle, ne? Ja, also habe ich ja doch noch eine geschafft. Die nächste machen wir im nächsten Part. Bis dann.